Ja, hallihallo und willkommen zu einem neuen Serienabschnitt, einfach eine neue Serie, die ich starten möchte, auf dem Kanal hier, da ja sehr viele Leute immer fragen, David, kannst du uns Trading-Tipps geben? Und wir ja schon das Trading-Battle machen, eine Trading-Fight, wie auch immer ihr es nennen wollt, aber ich noch eine, mindestens eine, wenn nicht sogar noch zwei Trading-Serien reinhauen möchte auf den Kanal, da ich zurzeit einfach wirklich gern trade. Und auch relativ ordentlich klappt und ich glaube deswegen auch das machen möchte. Dachte ich mir, die erste, die habe ich mir bei einem, also die machen, glaube ich, so ein paar Leute wieder aus, ja, aus Amerika, England, also immer englischsprachiger. Ich weiß nicht, ob es jemand in Deutschland macht. Wenn es jemand macht, tut mir leid. Wie gesagt, so sollte ich mich nächstes Mal vielleicht vorher ja, erkundigen. Auf jeden Fall möchte ich ein Let's trade to my Dream Team. Und zwar erst Bronze, dann Silber und dann Gold. Denn Gold wird halt einfach am teuersten sein. Und ja, ich habe hier mal ein Bronze-Team erstellt, was ich mir vorstellen könnte, was ganz nice sein könnte. Und das war ein 3-5-2 mit hier Flinders, Opara, Pierce, Osborne, Mousinho, Balchen, Finlay, McSheffrey, Jolly, Trundle und Slew. Ah, die zweite Variante sieht ziemlich ähnlich aus. Allerdings dann hier zum Beispiel mit Wellington Silver und rechts mit Taylor. Und ja, auch ohne Opara. Das wären die zwei Vorschläge, die ich vorschlagen könnte. Dann könnt ihr mir gerne schreiben, ob ich lieber zu Variante 1 oder zu Variante 2 traden soll. Beide sind so hier laut Foothat im 130.000er Bereich. Ups, so hier. 120 und ja, 120. Also, das wäre auf jeden Fall schon mal kein so großer Unterschied. Ihr könnt ihr mal, also das hier ist 1 und das ist 2. Wenn ihr selbst aber einen Vorschlag haben würdet, zu welchem Bronze-Team ich mich hochtraden soll, wir starten natürlich auf einem völlig neuen Account und dann werdet ihr, denke ich mal, so ein paar Techniken sehen, die ich so bevorzuge. Also, das wären die zwei Teams, die ich vorschlage. Wenn ihr selbst eins machen wollt, schickt einfach den Footer-Link unten rein. Ansonsten schreibt bitte in die Kommentare 1 oder 2. Und ja, dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Episode wieder, wo es dann quasi an, wo ich dann mit dem Traden anfange und wir dann eindeutig sehen, mit welchem Team wir anfangen wollen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann wieder. Wenn euch diese Idee gefällt, lasst auch noch eine Bewertung da. Und bis dahin, Leute. Tschüssi.